Hier ist Ralf von der Tennisschule Pötter. Habt ihr geübt, Vorhand und Rückhand, den schnellen Unterarm, die Topspin-Beschleunigung, dann geht es heute weiter, das Thema Aufschlag. Ich habe mir eine Schlagwand gesucht, das Garagentor, und aus Sicherheitsgründen benutzen wir weiterhin den roten Ball. Aber auch hier lässt sich Beschleunigung und Dynamik für die nächsten Matches trainieren. Ich werde auf maximale Geschwindigkeit verzichten, aber ich trainiere meinen Körper, meine Schaltzentrale hier oben im Kopf, meine Muskeln, eine schwungvolle, dynamische Aufschlagbewegung zu machen. Entscheidend dabei ist, dass ich das Gewicht des Schlägers für mich arbeiten lasse. Das erarbeite ich mir über die Drei-Finger-Technik. Ich greife meinen Tennisschläger mit drei Fingern. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Der kleine Finger und der Ringfinger halten den Schläger nicht. Ich zeige euch ein paar Übungen. Zunächst gewöhne ich mich an die Haltung und ich fühle das Gewicht des Schlägers. Ich mache mich locker. Die Schulter ist locker. Das Ganze entsteht durch Schwung. Ein guter Aufschlag ist Schwung. Muskelkraft benötige ich nur, um den Schläger zu schwingen, das Schlägergewicht. Also lasse ich meinen Tennisschläger arbeiten. Ich lasse ihn arbeiten. Ich lasse ihn arbeiten. Die Bewegung wird etwas umfangreicher. Und jetzt, ganz wichtig, erlerne ich die Pronationsbewegung. Das Schlägergewicht wird mir auch hier helfen, die Bewegung von selbst stattfinden zu lassen. Ich lasse die Schlägerkante Richtung Boden laufen. Die Kante läuft zum Boden. Und auf dem Weg nach unten drehe ich meinen Daumen auswärts. Die Schlägerspitze zieht förmlich die Bewegung mit sich. Wenn ich das gemacht habe, wenn ich mich ein bisschen angefreundet habe an die Bewegung, spüre ich, dass meine Ellenbogenspitze nach erfolgreicher Bewegung nach oben zeigt. Jetzt wird es Zeit, das Ganze mit Ball zu üben. Sinnvollerweise schlage ich zunächst in den Boden. Ballfinger, der Ball ist vor mir. Ich werde den Ball 30-40 cm anwerfen. Habe meinen Schläger positioniert mit der Kante und 100. Ellbogen ist oben. Drei Finger. Gut. Jetzt im nächsten Schritt schlage ich nicht mehr in den Boden, sondern ich fange an, nach oben zu schlagen. Nach oben. Also positioniere ich meinen Ellbogen in der Startposition höher. Die Ellenbogenspitze zeigt nach vorne. Drei Finger, relax. Diese Position. Breite einmal. Vorne. Schwung. Nächster Schritt. Der Bewegungsumfang wird größer. Ich will jetzt auch aus dem Rücken beschleunigen durch die Wurfpeitsche. Das ist eine flüssige Bewegung der Schlägerspitze hinter meinem Körper. Ich demonstriere das Ganze einmal. Die Schlägerspitze fällt in den Rücken. Der Trick ist, mein rechtes Bein nach wie vor relaxed zu sein. Also, mein rechtes Bein ist hinten positioniert, mein linkes Bein ist vorne. Ich bin relaxed. Die Schlägerspitze hängt, drei Finger. Das Schlägergewicht arbeitet. Jetzt lasse ich den Schläger in die Wurfpeitsche reinfallen und bevor ich den tiefsten Punkt erreicht habe, setze ich mein rechtes Bein nach vorne.
Schläger fliegt von alleine. Mit Ball. Jetzt fehlt nicht mehr viel und ich habe einen kompletten Bewegungsablauf. Im kompletten Bewegungsablauf fange ich unten an, um einen optimalen Ballwurf zu gewährleisten. Die linke Hand, die Wurfhand, bewegt den Ball vom linken Oberschenkel nach oben. Der Arm ist gestreckt. Dann lasse ich den Schläger in einer flüssigen Bewegung das machen, was ich mir eben erarbeitet habe. Und schon habe ich einen schwungvollen Aufschlag. Viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns demnächst wieder. Würde mich freuen. Lasst mir gerne Videos zukommen, wenn ihr mehr von mir erfahren wollt. Bis bald. Euer